Polotisch? Irgendwohin. Nur nicht da, Tomir. Da gefällt's mir nicht. Nach Kashyyyk sollen wir. Der Heimatplaneten der Wookies. Dann würde ich mal sagen, reisen wir dahin. Ah, Kashyyyk. Dort ist es wunderbar feucht. Die ganze Reise hat die Mantis ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, und vorher war sie makellos? Sie war ein Meisterwerk, aber jetzt, wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Oh, da braucht wohl jemand Geld. Naja, klar, okay, das könnte eine Rolle spielen. Ich bin's gewohnt. Sind Sie reich aufgewachsen? Wohlstand hat für Jedi keine Priorität. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Meine Crew und ich haben immer auf kleinem Fuß gelebt. Seitdem kann ich auch Sabak spielen. Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben um Lebensmittel gewettet. Und um Steine. Leider hat sich das geändert, als wir älter wurden. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Schade, vielleicht ginge es der Galaxis dann besser. Also, Kashyyyk ist... Junge. Wir landen gleich. Kashyyyk ist anscheinend feucht. Schön und feucht. Und damit kennen wir uns aus. Haben wir gelernt von Barry, wie man sich mit schönen und feuchten Sachen... Wow. Ich hätte auch Larry 2 zur Auswahl, oh, übrigens. Im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Fall des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, BD? Willkommen auf Kashyyyk. Das war knapp. Der feuchtpolische Spaß geht sofort los. Wir wollen auf ein AT-AT. Rutschiger als ich dachte.
Vielleicht kommen wir darauf. Okay, wohin jetzt? Weiter geht's. Nicht fallen. Nur noch ein bisschen. Ich denke, wir machen weiter. Klettern wir nach oben. Finde ich gut. Das erinnert mich sehr an Shadow of Colossus. Falle immer wieder runter bei solchen Aktionen. Shadow of Colossus habe ich nie gespielt, aber ich hatte damals kurz bei dir reingeschaut. Es ist der Jedi! Guten Tag, ihr werdet jetzt mehr als einen Ausfall haben. Ich bleibe an dir dran. Ich hab ihn. Ich wusste, dass es so enden würde. So. Schön. Das funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Geh besser. Das sind also die Blaster. Du sagst es. Schon. Schieß mitten in deine Kommandozentrale. Eine Karte. Oh, das muss doch irgendwas bringen. Gehen wir weiter. Nice. Da scheint wirklich hier Kunden angekommen oder so. Hey, wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender.
dir. Weg mit euch. Schon geil gemacht mit der Perspektive, ja. Ja. Oh! Hi. Ich werde sie so schnell nicht mehr benutzen. Das ist der Landeplatz. Schon. Die müssen weg. Ich versuch's ja. Oh. Ich sollte vielleicht mal sofort so dahin gucken, wo die anderen hinschießen. Willst du uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Au. Au. Ich glaube, wir haben ein Problem. War sehr knapp, würde ich sagen. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Für alle, die Saw Gerrera nicht kennen, kommt in Clone Wars in der Serie vor. Wird er sogar von Anakin mit ausgebildet und so und von den Klontruppen. Und natürlich auch in dem Film Rogue One sieht man ihn, der nach dem Spiel hier okay? Spielt. Ich bin alles okay. Puh, alles okay. Ein bisschen angekratzt, aber ist ja nicht so schlimm.
paar Jahre nach dem Spiel. Wenn bei dem Plan irgendwas schief geht, sind wir gerichtet. Als würde das Stromding hier hinkommen. Kommen wir nicht durch, ne? Schade. Schade. Wo läufst du hin? Schlimmer als auf Seppo. In guter Grundruide. Gronk, nicht Gronk. Bevor das Imperium kommt. Sekunde. Haben wir sie alle. Wirklich alle geschlachtet, ne? Also etwas vermisse ich hier doch ein bisschen. Mein Zeiger, wo ich hin muss. Ich doch da noch da. Nur durch die andere Tür. Die Macht hat mir auf Seppo was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Oster. Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er? Ja. Ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Es tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich's weiß. Nimmt das ziemlich gelassen, dass ihr Freund tot ist, mit Partner. Oh, soll es am anderen Ende des Grabens sein. Da, eine Werkbank. Ich habe die andere Seite des Schilds gefunden. Kacke. Ich dann wirklich nicht an? Oder stelle ich mich gerade nur dumm an? Nee, er macht da nichts. Okay, ich war jetzt nämlich genau beim Seil. Wieder nichts machen. Jedenfalls noch nicht. Es ist halt manchmal ein bisschen schade, ne? Ich weiß, du sollst von Anfang an nicht die Fähigkeiten alle haben. Aber. Wow. Darauf war ich null vorbereitet gerade. Ich hab gedacht, ich bin hier in Safe Place. Anscheinend so safe war die Place doch nicht. Das Imperium darf nicht noch mehr Welten vernichten.